Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder ein Monat vorbei. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, die Monate gehen so schnell rum, dass ich schon gar nicht weiß, in welchem Monat wir sind. Aber es müsste jetzt tatsächlich Monat März sein, genau. Weil im Februar ist mein Sohn 2 Jahre alt geworden. Das heißt, wir müssen jetzt im März sein. Ihr werdet euch zur Sekunde bestimmt wundern, was René zwischen mir macht. Erstmal guten Morgen. Es ist tatsächlich das erste Mal vorgekommen. Was heißt das erste Mal? Also bei unserer Filmerei. Und dieser ganzen Terminfindung immer ist natürlich immer das Risiko dazwischen, dass auch mal einer krank wird. Und in diesem Fall war es so, ich bin nach Stuttgart zu der Firma HWA gefahren und Nico hatte auf dem Hinweg im Auto schon so ein leicht flaues Gefühl im Magen. Und eigentlich hat er sich übelst auf diesen Tag gefreut, weil er eigentlich unbedingt auch bei HWA in diesem krassen Simulator eine Runde fahren wollte. Und dann mussten wir tatsächlich wirklich abbrechen, weil er war kreislauftechnisch, er hat irgendwie so einen Infekt gehabt, dass wir wirklich abbrechen mussten. Ich bin gestern zurück nach Hannover gefahren, vorgestern. René ist eingesprungen, vielen, vielen Dank dafür schon mal. Gerne, gerne. Ja, und jetzt sind wir wieder unterwegs. Haben gestern schon mega coole Videos bei der Firma Mechatronics gedreht, könnt euch schon mal drauf freuen. Und jetzt geht es auch nochmal weiter, was ich nicht verraten darf. Sonst alles gut, ja? Ja, ja. Nachdem du im letzten Video dabei warst, was ja auch mittlerweile schon wieder, keine Ahnung, ein halbes Jahr her ist, würde ich sagen, locker, ne? Mehr, glaube ich sogar, ja. Haben die Leute ja gesagt, sie würden sich hier und da dein Gesicht mal wieder wünschen. Jetzt, jetzt habt ihr auf jeden Fall die Chance. Und ein bisschen Werbung in eigener Sache. René hatte sich ja selbstständig gemacht mit einem Fotostudio bei uns in Lehrte. Falls jetzt im Frühjahr ihr Bock auf geile Fotos habt, ne, dann können sie sich bei dir ein Shooting buchen. Zum Beispiel. Wir sind öfter zum Beispiel auch in dem Studio jetzt ein paar Mal gewesen, schon wegen Klamotten-Shootings. So, also René hat so eine weiße Hohlkehle gebaut. Durch diese Rundung und weiß und dieses große Licht darüber. Wie groß ist das Licht? 25 Quadratmeter, nur das Licht. Also größer als das mal ein oder andere Schlafzimmer. Mhm. Schafft man es tatsächlich Fotos zu machen ohne Schatten und ohne Hintergrund? Genau. Und das Ganze halt so groß, dass du selbst das Auto hier, den Bus, da reinstellen kannst. Obwohl. Ja, okay, Alter. Wenn wir den braunen Bus von uns, die braune Praline, bei dir ins Studio stellen würden und Fotos mal machen würden, da würden, glaube ich, einige vom Raum abfallen. Nee, was machen wir? Also eigentlich nutzen wir mal wieder die Zeit, wie auch in dem letzten Monatsvideo, beim von A nach B fahren, um kurz euch ein Monatsupdate zu geben. Gleich vorab. Dieser Monatsupdate wird ein bisschen kürzer ausfallen, einfach aus dem Grunde. Im letzten Video, Monatsupdate-Video, habe ich ja bekannt gegeben, dass die Räumungsklage läuft bezüglich meiner Halle. Da hat sich jetzt allerdings tatsächlich was ergeben. Das heißt, die letzten 2 Wochen war ich wirklich wieder, so wie man das von Baustellerzeiten kennt, also gefühlt fahre ich morgens zum Baumarkt und abends zum Baumarkt, damit es dann weitergehen kann. So, ihr merkt aber, ich habe gute Laune, ich grinse. Der eine oder andere hat es auch in meiner Instagram-Story schon gesehen. Ich freue mich da massiv drauf. Ich habe dafür auch wirklich alles zurückgestellt. Sogar teilweise leider auch, weil es tut mir wirklich weh, auch Familie in dem Moment ein bisschen zurückgestellt. Weil ich merke, das ist ein Punkt, der als Familienvater definitiv anders ist. Gerade solche Momente, wie wenn wir jetzt ganz morgens früh los nach Stuttgart fahren. Das Aufstehen ist dann schon hart. Weil wenn du abends nach Hause kommst und dein Sohn schläft schon und du stehst wieder auf, bevor er überhaupt aufgewacht ist, da muss ich wirklich sagen, das ist schon, hätte ich vorher nie gedacht. Jeder hat es mir gesagt, da ändert sich alles. Es ändert sich auch alles, aber man kann es ja schon selbst bestimmen. Und in den letzten 2 Wochen musste ich da wirklich jetzt wieder wirklich massiv durchziehen, weil ich will halt mit diesen Autos vorankommen. Marius ist wieder aktiv, wir wollen den Golf wieder fertig machen. Limo, Abarth, da muss jetzt überall was kommen, weil die Saison steht vor der Tür und dafür brauchen wir einfach die geeignete Schrauberhalle. Und da denke ich mal, wird in den nächsten 4 Wochen was kommen. Sorry, wenn nebenbei das Navi läuft und ihr es anhört. Ich kenne mich ja nämlich so absolut gar nicht aus und im letzten Video haben wir auch darüber gesprochen, dass das Navi hier so gar nicht mehr funktioniert. Deswegen muss ich das hier auf dem Handy nebenbei ein bisschen laufen lassen. Also entschuldigt die eine oder andere Durchsage. Auf jeden Fall, ich habe ein richtig, richtig gutes Gefühl. Das wird richtig gut. Genug Platz für mich erstmal wieder so zum Reinkommen, für auch die ganzen Projekte, für die Videos. Ich muss nicht mehr meine ganzen Projekte in ganz Deutschland verteilen. Ich habe wirklich bei mir im Büro so eine Liste. Aber ich habe ein richtig, richtig gutes Gefühl dabei. Ich werde genug Platz haben, um einfach mit den Projekten voranzukommen, um diese typischen Sachen, diese Autovorstellung, die ich wirklich einfach gerne mache, weil ich gerne meine Plattform, meine Reichweite dafür nutze, um Leuten eine Freude zu machen, die einfach genauso viel Zeit wie ich, wie wir in diese Autos stecken. Und ich finde einfach, früher hat man diesen,
Respekt für diese Arbeit dadurch bekommen, dass man einfach tagtäglich auf irgendwelchen Events unterwegs war oder einfach nur bei uns war immer gesetzt. Samstag gutes Wetter heißt Auto rausholen und an der Waschstraße treffen. War immer so, jeden Vormittag. Immer wenn Samstag war, es war gutes Wetter, Auto rausholen, Waschstraße, du brauchst nicht mal irgendwie fragen, ob einer da ist, weil 3-4 Leute waren immer da, die am Auto waschen waren. Diese Zeiten gibt es aktuell nicht mehr so krass. Und damit aber die Leute das Tuning nicht komplett vergessen, finde ich halt dieses Format fremde Autos vorzustellen, finde ich einfach, ist immer eine natürlich für mich auch bis auf die Fahrerei eine einfache Sache zum Content kreieren. Aber ich finde einfach, es gibt so viele geile Autos in Deutschland, die ihr gar nicht kennt, dass ich da auf jeden Fall weitermachen will. Und noch lieber würde ich diese Autos natürlich immer einfach zu mir einladen, dass wir einfach vor Ort noch mehr Zeit für die Autos haben, die Autos mit der Hebebühne hochnehmen können, einfach wiegen können, Sachen messen können, gucken können, vergleichen können, zwei Autos nebeneinander mal, dass man mal ein Serienauto und ein getuntes Auto nimmt, da brauche ich aber zwei Hebebühnen für nebeneinander. Und genau diese ganzen Formate, ich habe wirklich eine Liste von Sachen, die wir gerne machen würden. René hat sich auch noch ein cooles Format überlegt, wo wir auch nochmal angreifen wollen. Das wird auf jeden Fall bei ihm im Studio auch nochmal was Geiles. Dafür brauchen wir einfach diese Flächen und deswegen freue ich mich so auf diese Flächen. Freue mich auch drauf. Also freue mich, dass ihr das respektiert und auch immer nicht böse seid, wenn einfach mal ein, zwei Videos ausfallen. Weil ich habe ja gesagt, wenn ein Video kommt, dann ist das kein Lückenfüller, sondern dann ist das ein Video, wo ich hinterstehe. Und deswegen ist es jetzt halt öfter mal passiert, dass kein Video da war. So, ich merke, das Ganze wird schon wieder länger als eigentlich gedacht. Aber das ist so der aktuelle Stand. Und so wird es auch nächsten Monat weitergehen. Das heißt, hier und da kann immer noch mal eine Lücke sein. Wenn eine Lücke da ist, heißt das, dass ich in der Halle verschwunden bin und am Schrauben bin. Leider nicht am Schrauben an den Autos bin, sondern erstmal die Halle am Vorbereiten bin, dass man dann wieder loslegen kann mit Schrauben. Was haben wir im letzten Monat gemacht? Dementsprechend nicht so viel. Oh, wir haben eine wirklich coole Probefahrt mit dem Oma Golf gemacht. War absolutes Highlight für mich mal wieder, dieses Auto. Da zeigt sich für mich einfach immer wieder, dass es sich dann doch lohnt, Autos in einer guten, sauberen Qualität zu bauen, weil wir haben dieses Auto wirklich weggestellt mit einer neuen Kurbelwelle. Diese Reparatur war ja, ja, ich will nicht sagen unprofessionell, aber sie war natürlich auch nicht so, wie man es eigentlich macht. War auch wieder Hallen geschuldet. Wir haben auf der Hebebühne einfach nur die Kurbelwelle getauscht. Kurbelwelle, warum tauschen? Nicht, weil irgendwie Lagerschaden oder irgendwas war, sondern Kurbelwelle getauscht, weil das Schwungrad sich gelöst hatte. Und dadurch haben die Flächen so aufeinander gearbeitet, dass die Anlagefläche vom Schwungrad halt kaputt war. Das heißt, über Kopf Kurbelwelle getauscht, Auto weggestellt, keinen Meter gefahren. Jetzt war wochenlang Regen und Plusgrade, das heißt, das ganze Salz war von der Straße weggespült. Das heißt, wir haben Oma Golf mal rausgeholt und sind dann eine Runde mit gefahren und einfach, ich hatte tatsächlich in mir drin, habe ich vielleicht auch irgendwo in einem Video schon mal gesagt, die Idee, dass wir den Oma Golf vielleicht auf Allrad bauen. Weiß gar nicht, hat René wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ne? Nee. ich hatte so zwischendurch mal die Idee. Das Problem ist ja, man liest öfter mal immer Kommentare, dass ja die Autos nicht fertig werden. Ich glaube, die Leute glauben das aber einfach nur daran, deswegen, weil ich halt für mich sage, für mich ist ein Auto nie fertig. Jeder andere würde bei Oma Golf sagen, Alter, das Ding ist seit 3 Jahren fertig, das Ding läuft so geil, hat so viel Leistung, ja. Natürlich ist das Auto fertig. Für mich ist aber auch tatsächlich ein Auto nie fertig, weil es gibt immer noch irgendwas zum noch geiler machen. Und da hatte ich halt irgendwann mal so überlegt, ich weiß gar nicht wann, wie, wo, was, war einfach so, boah, hatte ich mir so überlegt, wenn die Kiste jetzt irgendwie so 700, 800 PS mit Allrad hätte, wäre das halt noch mehr Wolf im Schafspelz. Bin ich eine Runde mit gefahren und habe mir ich habe gemerkt, da brauchen wir kein Allrad für, das Ding fährt genau so, wie es da steht, perfekt. Man kann, wenn man will, die Räder durchdrehen lassen, man kann, wenn man will, wirklich krank damit beschleunigen, das Ding hat einfach genug Traktion, deswegen, nee, das Auto bleibt genau so, wie es ist und kriegt dieses Jahr nur mal ein bisschen Kosmetik und wird ein bisschen schön gemacht. Dann haben wir, was haben wir noch gemacht? Wir waren einmal mit Nikos 350Z bei E-Exhaust. Da gab es einen Auspuff mit Klappe und TÜV. Auch ganz interessante Sache. Steffen von E-Exhaust erklärt ein bisschen, wie das so mit TÜV auf dem Auspuff ist. Und da steht jetzt noch ein Video aus. Benny guckt auf den Prüfstand, was man aus diesem V6-Sauger an Leistung auskitzeln kann. Da war es allerdings jetzt ein bisschen komplizierter, auf das Steuergerät draufzukommen. Deswegen wird dieses Video erst in den nächsten Tagen und Wochen kommen. Sonst waren wir bei VW in den Heiligen Hallen. Erstmal Teil 1. Teil 2 davon wird noch kommen. Also wir haben bisher erstmal nur die ganzen klassischen Autos gemacht und jetzt wollen wir noch einen zweiten Teil mit den ganzen Rennsportautos machen. Da hat sich allerdings René gleich eingeschaltet als alter TCR-Fahrer. Da wollte er unbedingt auch gerne mit, weil diese, ich sag jetzt mal vorsichtig, TCR-Sammlungen sind alles gar keine TCR-Autos, weil es sind auch WRC-Autos und so weiter dazwischen. Das war schon geil, dieses Line-Up.
so dazu sehen. Plus, was halt bei VW leider ist, das habe ich jetzt gerade auch wieder im Stuttgarter Raum gemerkt, dass mein persönliches Herz, Renés Herz, Marius Herz, das schlägt natürlich für VW, weil wir VWler sind. So, aber natürlich ist es nicht so impulsant, wenn du in eine Halle kommst, da steht ein Golf 1 bis Golf 7. Das ist halt einfach nicht so krass, wie wenn man irgendwie bei Porsche oder Mercedes reinkommt und da ein Flügeltürer und ein alter 9 FSR steht. Mhm. So, das muss man einfach sagen, es ist und bleibt halt ein Golf und ein Käfer und ein Passat und ein Bus. Und deswegen, also das war wirklich, man muss überlegen, da stehen 300 Autos, die sind alle angemeldet, die sind alle fahrbereit, die werden alle gefahren. Da ist wirklich fast jedes Modell, was es gibt, dabei. Natürlich hat auch VW zu spät angefangen, diese Fahrzeuge zu sammeln. Das ist aber bei jedem Hersteller so, das hatten wir bei Audi zum Beispiel genauso. Aber ja, ein Golf GTI ist halt auch einfach kein RS4 B5, zumindest so, wenn man davor steht. Was jetzt nicht heißt, dass das Auto schlechter ist oder die Nachfrage nicht so hoch hinter ist. Im Gegenteil, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Golf-Community eine der größten Communities weltweit ist, generell ist. Aber es ist halt ein viel verkauftes Auto und dementsprechend, glaube ich, war nicht so dieses funkelnde, du kommst so rein und denkst so, boah. Das ist es jetzt so ungefähr. Ne? Der Golf ist sogar das meistverkaufte Auto der Welt. So, siehst du, nochmal gleich die Bestätigung dazu. Deswegen war da einfach, aber nichtsdestotrotz, finde ich, war ein richtig cooles Video. Haben wirklich so die ganze Modellpalette an Autos mal gezeigt. Wir mussten da relativ schnell durch, nicht schnell durch, weil wir Zeitdruck hatten, sondern einfach, wir haben jetzt gerade wieder in den letzten Tagen die Problematik, wir fangen ein Video an und sagen, es muss kurz werden, weil einfach anderthalb Stunden sind zu hart. Ich weiß, viele von euch sagen, Alter, mach anderthalb Stunden, geiles Video und so weiter. Es gibt aber auch genauso viele Leute, die halt einfach nicht anderthalb Stunden investieren, sondern nur 20 Minuten gucken. Und deswegen muss man da die goldene Mischung finden, dass die Leute auch nicht zu viel im Video rumskippen, weil das natürlich für einen YouTube-Algorithmus auch schlecht ist. So, deswegen versuchen wir immer kurze Videos zu machen. Dann ist es aber doch so interessant und es ist so, man will es einfach zeigen und dann hat man auch immer noch Personen vor der Kamera, die so für ihre Thematik brennen, dass die einem natürlich alles zeigen wollen und guck mal hier noch und da noch und noch ein Raum und noch ein Auto und so weiter. Und dass man da an manchen Stellen einfach so ein bisschen pushen muss. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn eine Kindergärtnerin mit den Kindern zum Spielplatz geht. So, ne? Wenn die sich einfach hinstellen würde, die Kinder machen lässt, da kommt es auch niemals an. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen und die Gruppe leiten, dass man da zum Ziel kommt. Deswegen, wenn ich da ab und an mal von einem Auto zum nächsten gehe, ist das absolut nicht negativ gemeint, sondern ich sehe halt, oh, wir sind bei Auto 3 von 80 und haben schon 20 Minuten. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen Linie finden. Was haben wir noch gemacht, Emo? Ich muss gerade mal überlegen, aber wir haben wirklich, wie ich schon sagte, nicht viel gemacht. Also Highlight war auf jeden Fall Oma Golf. Und in dem VW-Video, ganz am Anfang habt ihr auch gesehen, Marius ist auch wieder am Start. Ist wieder am Start, klingt ein bisschen blöd. Sind immer alle am Start, aber jetzt wieder vor der Kamera am Start. Haus ist durch, zum dritten Mal Vater geworden. Es kribbelt in den Fingern wieder. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es diesen Monat auch noch ein kleines Update zu seinem Golf gibt. Jetzt nicht dazu, wie wir da aktiv dran basteln, weil da werden wir natürlich auch erst in der neuen Halle anfangen. Aber zumindest schon mal, was ist der Plan, was bauen wir da um, was ändern wir da, welche Teile müssen wir besorgen und so. Ne? Und sonst so, März wird noch ein ruhiger Monat, finde ich auch gut, weil ich brauche jetzt definitiv auch erstmal wieder ein, zwei Wochen, wobei ist nicht korrekt, die nächste Woche wird noch die Hölle, der eine oder andere wird das auf Instagram sehen, wird aber extrem, extrem cool. Ich bin einmal in der gute Maurer-Bus hier vibriert ein wenig irgendwo, aber bei dem ganzen Zeug, was hier rumliegt, das ist auch kein Wunder. Ich bin Anfang der Woche erstmal in Sevilla, seitens Porsche und Mitte der Woche bei Audi Tradition. So, das wird auf jeden Fall wieder so ein Termin, wo ich weiß, da werden die Augen ganz groß werden beim Reinkommen, weil so alte Rennautos sind einfach immer cool. Siehst du, René hat es gefunden. Das ist der Plan für März. Zwischendrin Halle fertig machen, Projekte ein bisschen weitermachen. Ihr kennt es, ich erzähle es euch jeden Monat, aber es tut sich auf jeden Fall was. Es geht bergauf und ist halt cool. Sonst stehen im März auch wirklich noch rein gar keine Veranstaltungen an. Ganz kurzes Update würde ich hier noch gerne geben zum Abarth. Ich glaube, es ist der Stift da vorne, kann das sein? Nee, das ist die Türpappe, weil deine Türen nicht gedämmt sind. Und jetzt schlägt das Plastik aufs Metall und das vibriert halt. Ah, auch nicht schlecht. Abarth bin ich auch noch wild gerade dran. Neuer Turbolader, neuer Krümmer. Da warte ich tatsächlich noch an. Nee, das kann ich noch nicht sagen, worauf ich warte. Das wäre zu viel, weil da will ich, derjenige, der es macht, der steckt da so viel Liebe rein. Das würde ich gerne anders bekannt geben. Ja, aber
sonst so haben wir, glaube ich, alles durch. Mehr will ich euch eigentlich auch nicht erzählen, was ich eh wieder nicht irgendwie einhalten kann. Ja, wir geben auf jeden Fall alles, sowohl autotechnisch, firmentechnisch, YouTube-technisch, familientechnisch. Ich freue mich auf die Saison. Wird auf jeden Fall cool. Wir haben ein paar coole Sachen am Start, coole Veranstaltungen. Noch eine Thematik habe ich noch ganz zum Schluss. Und zwar, ich bin tatsächlich immer noch am Überlegen, das wollte ich euch noch jetzt schon mitteilen, bezüglich Veranstaltungen dieses Jahr. Also es gibt drei Veranstaltungen, wo wir seitens Alos eventuell dran teilnehmen wollen. Das ist die Tuning World Bodensee, das sind die PS Days und die Essen Motorshow. Bisher haben wir immer nur die PS Days und die Essen Motorshow bereist. Es ist vom Aufwand her alles, was extern von Hannover ist, für uns wirklich immer katastrophal, gerade mit der Menge an Autos aktuell immer. Das heißt, die PS Days in Hannover werden wir natürlich wieder mitmachen, alleine weil es einfach Hannover ist. Support your locals. Da müssen wir auf jeden Fall wieder am Start sein. Da wird es auch wieder draußen eine Showstrecke geben. Es wird wieder eine geile Party Samstagabend geben, wie beim letzten Mal. Dieses Mal werden wir den Ticketverkauf auch ein bisschen früher bekannt geben, dass die Leute schneller die Möglichkeit haben, Tickets zu verkaufen. Weil letztes Mal waren wir ja, glaube ich, nach 2 Tagen irgendwie ausverkauft. Ja, Essen Motorshow und Tuning World Bodensee. Ihr könnt ja mal schreiben, ich kann es nicht einschätzen, wer von euch alles zum Beispiel zum Bodensee kommen würde. Ihr könnt ja mal einfach mal reinschreiben, ob ihr zur Tuning World Bodensee kommen würdet, ob ihr so aus der Region kommt, Süddeutschland, Schweiz, Frankreich, weil die Option steht tatsächlich auch noch aus, dass wir jetzt nicht riesengroß, aber so mit 1, 2, 3 Autos vielleicht zur Tuning World kommen. Ne? Und in diesem Video, als auch in dem letzten Video, haben wir wieder fast keine Fragen beantwortet. Das liegt einmal daran, dass ich natürlich unterwegs jetzt schwer Fragen lesen kann, plus René die Kamera hält. Nächste Video können wir aber gerne wieder am Schreibtisch machen, dann kann ich auch auf ein paar Fragen eingehen. Ich würde mir wünschen, dass ihr euch jetzt heute Abend beim Einschlafen kurz einmal hinsetzt und euch überlegt, was ihr eigentlich gerne mal von mir wissen wolltet. Das muss absolut nichts mit Autos oder Projekten zu tun haben. Das kann in Bezug auf Mitarbeiter, Frau, Kind, apropos Frau, wir wollten mit Kimi unbedingt auch noch ein Video machen. Vielleicht kriegen wir das im März mal hin. Haut einfach, egal welche Frage, ich sehe sie ja. Plus geht die anderen Fragen durch, gibt den Fragen ein paar Likes, dass die Fragen nach oben rutschen. Und schon können wir auch mal wieder ein paar Fragen in diesen Content einbauen. So, jetzt aber genug. Ich wollte euch einfach nur ein kurzes Update geben, wie es sich gehört, weil sich dieses Format einfach so gut etabliert hat. Ihr seht, ich habe gute Laune, ich grinse, ich bin gut gelaunt, es geht voran. Ich habe Spaß am Leben, ich habe Spaß an den Projekten und ich sehe rosige, sagt man rosige Zeiten? Nee, rosige, ja, kann man so sagen. Sind rosige Zeiten nicht eher so ein bisschen, dass sie so durchwachsen sind? Sind sie ja, was ja nichts Schlimmes bedeuten muss. Ich sehe auf jeden Fall die Sonne aufgehen und es wird ein geiles Jahr. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum